Aloha, meine Lieben. Ja, schön, dass ihr wieder eingeschaltet habt hier zu dieser sehr speziellen Legung. Denn ich möchte heute erstmalig gerne eine Gegenwartsbefragung machen hinsichtlich der Thematik, wie offen und bereit bist du denn eigentlich für eine neue Beziehung? Wenn du Single bist und das eben auch schon einen längeren Zeitraum, dann möchte ich ganz gerne jetzt mit dir zusammen hier mal 8 Karten springen lassen, um einfach zu gucken, wo stehst du gerade, was gibt es eventuell für Themen bei dir und dann gucken wir hier mal ein bisschen genauer rein. Wenn es dich interessiert, dann bleib doch jetzt einfach dran. Bis gleich. Yes, hello my lovelies. Schön, dass ihr dran geblieben seid. Schön, dass du hier vielleicht auch zum allerersten Mal auf meinen Kanal Magical Skills bei Caro Tarot geführt wurdest. Wenn dies der Fall ist, ist es auf jeden Fall kein Zufall, sondern pures Schicksal, da es hier definitiv ein paar wichtige Botschaften für dich gibt, die dich eben auch über mich erreichen sollen. Ja, vielleicht gehörst auch du zu denjenigen, die gerne meine Videos schauen, mir aber noch kein kostenloses Abo dagelassen haben. Und du kannst dies unter anderem hier oben rechts im Eck ändern, indem du da einfach auf mein Logo klickst und auf Abonnieren gehst. Und eine kleine Empfehlung ist noch, nebendran diese Glocke zu aktivieren, weil so wirst du eben automatisch von YouTube über jedes neue Video oder Community-Beitrag, den ich hochlade, informiert. Ja, meine Lieben, und zwar, wie ihr seht, habe ich jetzt hier schon das Kartendeck hingelegt, mit dem ich hier heute arbeiten möchte. Und das ist auch bestimmt einigen von euch schon bekannt. Das ist dieses so wunderschöne Karten der Liebe, Kartendeck von Chuck Spezzano. Und ich möchte hier, wie ich das auch schon im Intro gesagt habe, ganz gerne mit euch herausfinden, warum du denn eventuell noch Single bist. Und wie es für dich als Single in Sachen Liebe so weitergeht. Diese Karten sind unfassbar präzise. Ich habe mich jetzt auch über meinen Urlaub sehr lange Zeit damit beschäftigt. Vielen lieben Dank auch nochmal für eure Geduld und ja, für eure lieben Urlaubswünsche, die ihr mir alle habt zukommen lassen. Ich habe das alles gelesen. Ich muss jetzt halt nach und nach eben die ganzen E-Mails beantworten, die ganzen Kommentare und so weiter. Also bitte habt noch ein bisschen Verständnis. Ihr kennt es ja, glaube ich, selber, wenn man aus dem Urlaub zurückkommt, dass man da eben einfach 1000 Sachen zu tun hat. Und also bitte noch etwas Geduld und dann wirst du auch von mir hören. Okay, und zwar, meine Lieben, möchte ich jetzt hier auch nicht lange rumplappern. Wir haben hier ein Muster. Und zwar möchte ich ganz gerne, wie ich das im Intro schon gesagt habe, die Gegenwart befragen. Ich möchte wissen mit 8 Karten, wo stehst du gerade? Was sind so deine Themen? Bitte beachte, dass dies eine kollektive Legung ist. Das heißt, es kann auf dich zutreffen, muss es aber nicht. Wenn du gerne eine private Legung bei mir hättest, dann kannst du dich sehr gerne an mich wenden, am besten über die E-Mail-Adresse. Diese lautet sie.caro.tarot@gmail.com. Ich kann euch jetzt gerade gar nicht sagen, ab wann es bei mir wieder weitergeht mit privaten Legungen, weil ich, wie gesagt, noch keine einzige E-Mail gelesen habe in der Zeit, wo ich jetzt im Urlaub war. Aber ich denke einfach mal, wir sind da so bei Mitte, Ende Mai. Und ja, dann schaue ich einfach mal und gebe euch dann im nächsten Video Bescheid. Lieber Spirit, ich bitte dich um deinen Schutz und ich bitte um ein klares, deutliches Reading für alle Single Ladies und alle Single Guys, die jetzt hier zu mir gefunden haben. Okay, ja, also jetzt ganz kurz nochmal für diejenigen, die das Intro jetzt gar nicht gesehen haben. Es geht hier bei dieser Befragung um deine Gegenwart. Und ich möchte hier ganz gerne mit dir zusammen die Karten live springen lassen. Und zwar geht es um die Frage, wie offen und wie bereit bist du denn eigentlich für eine neue Beziehung? Und welche grundlegenden Aspekte einer neuen Beziehung können wir hier denn zusammen mit diesen Karten erforschen, um einfach mal zu gucken,
bezüglich der vier Eckpfeiler eines jeden Fundaments von einer Beziehung. Also darunter verstehe ich die Verliebtheit, Sex, Offenheit und Loslassen, wo du da gerade stehst und ja, wie sich das Ganze eben auch weiter für dich entwickelt. Wir lassen da acht Karten springen und die ersten vier Karten werde ich jetzt hier legen. Und zwar haben wir hier das Thema Verliebtheit. Wir haben an Punkt 2 hier die Thematik Sex. Dann haben wir hier bei Punkt 3 die Offenheit und bei 4 haben wir Loslassen. Und die anderen vier Karten, da komme ich dann gleich dazu. Jetzt möchte ich erstmal kurz mischen. Und ansonsten hoffe ich, dass es euch gut geht. Ich bin wirklich sehr traurig, dass ich wieder zurück bin, muss ich ehrlich sagen. Aber ich bin auch irgendwo froh. Also sowohl als auch ein lachendes und ein weinendes Auge. Ja, es war es war der schönste Urlaub meines bisherigen Lebens und ja, mehr kann ich euch dazu einfach gerade nicht sagen. Okay, dann meine Lieben, möchte ich ganz gerne auch beginnen. Du kannst diese Deutung dieser Karten jetzt auf dich beziehen und falls du ein Gegenüber hast, bei dem du interessiert bist, wo dieser Mensch steht in Sachen Liebe, kannst du natürlich auch für jemand anderen schauen. Aber interessanterweise, weil es auch wahrscheinlich recht deep wird, würde ich dir empfehlen, bezieh das Ganze auf dich. Und zwar möchte ich hier ganz gerne wissen, wo steht denn hier meine Zuseherin oder mein Zuseher in Sachen Liebe, was die Thematik Verliebtheit angeht? Ich hätte hier gerne bitte eine Karte. Wo steht mein Zuschauer in Sachen Verliebtheit? Also hier haben wir einmal die Offenheit. Sehr interessant. Der nächste Punkt hier, Punkt 2, da geht es um die Thematik Sexualität. Wie steht meine Zuseherin oder mein Zuseher in Sachen Sex? Um was geht es hier? Wie ist der gegenwärtige Moment? Wow, und hier haben wir die Eifersucht. Dann kommen wir zum Punkt 3 und da geht es um die Offenheit hinsichtlich Beziehungen. Wie offen bist du einer neuen Beziehung gegenüber? Eine Karte bitte, wenn es geht. Und da ist sie schon und wir haben die Freude. Sehr schön. Und der nächste Punkt 4, da geht es um das Loslassen. Wie stehst du zur Thematik Loslassen aus deinen alten Beziehungskonzepten beziehungsweise ganz generell in Sachen Liebe. Wie gut kannst du loslassen von alten Beziehungen, die dich eben auch geprägt haben? Und hier haben wir die Heilung. Wow. Okay. Ich frage mich jetzt gerade, wir legen jetzt gleich weiter, dass ich hier alles auf dem Tisch habe. Ich glaube, das ist wirklich das Allerbeste. Jetzt möchte ich ganz gerne noch wissen, zur erweiterten Befragung, wie stehst du ganz generell auf Position 5 der Liebe gegenüber? Was ist hier so dein Mindset? Um was geht es hier, wenn du in Sachen Liebe? Wie stehst du zur Liebe generell? Welche Botschaft darf ich hier überbringen für meine Zuseherin oder meinen Zuseher? Wie stehst du in Sachen Liebe? Und hier haben wir auf an andere eingehen. Wow. Okay, dann kommen wir zum Punkt Nummer 6 und da geht es um die Kommunikation in Sachen Liebe und Beziehungen. Wie kommuniziert meine Zuseherin oder mein Zuseher hier? Wie ist die Kommunikation in Sachen Beziehungen und in Sachen Liebe gerade jetzt? Wie ist es hier? Und hier haben wir ein Problem. Und auch, also ihr seht hier auch, dass das Themenkarten sind. Es gibt eben diese vier übergeordneten Themen und unter anderem gibt es auch Problemkarten. Das finde ich total interessant. Und jetzt schauen wir mal noch. Wie stehst du generell zu Verbindungen in Sachen Beziehungen und in Sachen Liebe? Wie steht meine Zuseherin oder mein Zuseher in Sachen Verbindungen? Um was geht es hier? Welche Botschaft soll ich hier übermitteln?
Und wir haben hier das Festhalten. Jetzt noch eine Karte, und zwar das letzte ist, genau, hier geht es um den Punkt Nummer 8, und zwar geht es hier um die Selbsthingabe. Also inwieweit bist du bereit, dich eigentlich für eine neue Beziehung oder für eine neue Liebe zu öffnen? Also was bist du bereit, in eine Beziehung oder Liebe zu investieren? Was ist deine Selbsthingabe? Und hier haben wir zwei Karten. Wir haben hier einmal die Untreue und wir haben den Herzensbruch. Sehr, sehr interessant. Okay, meine Lieben, also du kannst eine solche Legung übrigens auch bei mir privat buchen, wenn du daran Interesse hast. Ich werde das jetzt neu in meinen Katalog aufnehmen, da ich mich, wie gesagt, sehr viel damit beschäftigt habe, weil, wie gesagt, die meisten meiner Klientinnen und Klienten eben Single sind und das eben so ein Hauptthema ist. Und aber vielleicht findest du dich ja auch hier in dieser Legung wieder, weil es hat ja auch auf jeden Fall einen Grund, weshalb du jetzt hierher geführt wurdest. So, ich hoffe, ihr könnt es alles sehen. Wunderbar. Also jetzt noch ganz kurz zu dieser Legung. Das ist sehr, sehr gegenwärtig zu sehen. Also das gilt ab dem Moment ab jetzt bis maximal 7 Tage in die Zukunft, ja. Aber wenn du dieses Video vielleicht erst in 3 Monaten findest, hat es dennoch genau für dich dann eben Sinn und Zweck, ja. Aber wenn du es dir eben jetzt ansiehst, wenn ich es hochlade, dann gilt dieser Moment, ab dem du dieses Video eben gefunden hast. Und für all diejenigen jetzt nochmal, die meinen Kanal noch nicht kostenlos abonniert haben, ihr könnt dies eben tun, indem ihr auf mein Logo klickt oder auch hier unten ist so ein Wasserzeichen. Wenn du da drauf gehst, kannst du eben meinen Kanal auch kostenlos abonnieren. Okay, meine Lieben, ich versuche mich jetzt hier mal möglichst kurz zu halten, da es sonst einfach viel zu sehr in die Tiefe gehen würde. Also, wir haben hier bei dem ersten Punkt ging es ja um die Verliebtheit. Und in Sachen Verliebtheit bist du scheinbar sehr, sehr offen zurzeit. Und ich soll dir die Botschaft überbringen, es ist jetzt ein guter Zeitpunkt, die Hindernisse zwischen dir und einem anderen Menschen zu beseitigen und um Gnade, Wunder und alle anderen guten Dinge zu bitten. Du bist momentan sehr gastfreundlich, was von dir aus ausgeht. Und es ist ebenso der Fall, dass auch andere dir gegenüber sehr gastfreundlich sein können momentan. Und heute, wenn du dieses Video findest, ist ein guter Tag, um für dich die Tür zu neuen Möglichkeiten aufzustoßen. Denn du hast eine gewisse Offenheit, das Glück und die Liebe in dein Leben einzuladen. Du hast dich sozusagen aus einer einengenden Zwangsjacke befreit und möchtest jetzt eben unbeschwert dein Leben in Liebe verbringen sozusagen. Also du bist sehr offen, dich eben auch in einen neuen Partner zu verlieben. Als nächsten Punkt hier haben wir bei Sex haben wir die Eifersucht. Und das ist auch sehr interessant, da die Eifersucht eben, wie gesagt, eine Problemkarte ist. Und sie möchte dir hier auf jeden Fall näher bringen, dass es momentan an der Zeit für dich ist, durch gute Kommunikation deine Vergangenheit zu heilen. Es ist so, dass du eventuell ein ziemlich eifersüchtiger Mensch bist und du ähnlich wie vielleicht auch viele anderen, die hier meinen Kanal verfolgen, jemand bist, der sagt, ich möchte meinen Partner eben nur, dass er mit mir seine sexuellen Fantasien auslebt und du es eben nicht verstehen kannst, wenn jemand, wie auch hier ja abgebildet, hier vielleicht dich trianguliert, indem es hier eben noch eine weitere Person in deinem Leben gibt. Das schließt du für dich aus. Also du möchtest auf jeden Fall, wenn du dich hier neu in jemanden verliebst, möchtest du diesen Partner nicht mit einer dritten Person teilen, sondern du möchtest eine gewisse Exklusivität haben und es ist auch dein gutes Recht und das kann ich auch absolut verstehen. Ich glaube, die meisten wissen mittlerweile auch, was ich von Dreieckskonstellationen halte.
Ja, und als nächsten Punkt haben wir hier bei Punkt 3 die Offenheit. Und bei der Offenheit fiel die Freude. Und die Freude ist eine Gnadenkarte. Und die Freude zeigt mir hier an diesem Punkt eben an, dass du sehr, sehr offen gerade auch bist. Auch nochmal mit der Offenheit hier in der Verliebtheitsphase sozusagen dich jetzt auch dem Frühlingsbeginn sozusagen auch in eine neue Partnerschaft oder in eine Liaison eben zu stürzen. Aber eben unter diesem Aspekt, dass du sagst, ganz egal, wer jetzt hier in mein Leben kommen möchte, ich bin jemand, die oder der eben meinen Partner nicht mit einer weiteren Person teilen möchte. Und das finde ich sehr, sehr sympathisch, dass du so denkst, ja. Und Freude ist die wunderbare Belohnung und Erfüllung, nach der du gesucht hast. Sie ist durch die Liebe in dein Leben getreten und sie erhöht dein Bewusstsein, damit du die Schönheit erkennen und genießen kannst, die dich umgibt und die im Alltagsbewusstsein normalerweise nicht wahrnimmst. Freude gehört zu den wunderbaren Erfahrungen des Lebens. Lasse also zu, dass sie dich erfüllt, dich durchströmt und dich von Neuem erfüllt. Je mehr Freude du teilst, umso mehr einen sich die Menschen in der Umgebung auf ansteckende Weise. Sie erlaubt allen, denen du begegnest, ebenfalls im Zustand der Freude zu sein. Denn Freude ist eine wunderbare Gabe, erstens an dich selbst und eine wunderbare Gabe, um sie eben auch mit anderen zu teilen. Sehr, sehr schön. Also in Sachen Offenheit, geht eigentlich, wie gesagt, nicht mehr. Ja, also du bist sehr offen anderen Menschen gegenüber. Du hast vielleicht auch momentan einfach eine sehr freudige Ausstrahlung. Vielleicht geht es dir genauso wie mir. Du bist einfach extrem erholt aus einem Urlaub zurück. Oder aber du hast eben einfach eine gute, positive Grundenergie, die du eben auch sehr, sehr gerne final dann auch noch mit jemandem teilen möchtest. Hier bei der Position 4, wo es um das Loslassen geht, fiel die Heilung. Und es ist wirklich eine der schönsten Kombinationen jetzt hier in diesem Deck, weil es zeigt mir halt eben, dass du wirklich gerade noch am Heilen bist. Ja, also du hast mit Sicherheit in deiner letzten Beziehung oder vielleicht auch Ehe sehr, sehr viel Herzschmerz erlebt. Ja, also dir wurde hier, ich sehe das jetzt hier als, als Tarotkarte, die drei der Schwerter, dass dir hier wirklich das Herz durchbohrt wurde von mindestens einer Person. Vielleicht gab es aber auch, wenn du jetzt mal deine bisherigen Beziehungen ansiehst, aus deinem bisherigen Leben auch mehrere Menschen, die dich wirklich unfassbar tief verletzt haben. Und diese Karte lässt dich eben wissen, dass Heilung und Veränderung auf dem Weg zu dir ist. Und zwar jetzt. Du bist jetzt gerade in dieser Heilung. Und das hatte ich ja auch schon in den letzten Videos immer mal wieder erwähnt, dass egal welches Sternzeichen auch immer, dass wenn du eben sehr schlimme traumatische Erfahrungen in deinen Beziehungen oder auch in anderen Lebenskonstellationen in deiner Vergangenheit erlebt hast, dass du jetzt sozusagen final heilen wirst, ja. Und dass eine Situation eben ein positives Ende für dich finden wird. Und diese Karte steht auch für die Lösung von Problemen und den nächsten Schritt in deine Entwicklungsrichtung, ja. Sie erlaubt dir, dich an den Gaben zu erfreuen, die jedes Problem verbirgt und sie mit anderen Menschen zu teilen. Heilung verändert deine Wahrnehmung und deine Erfahrung der Situation auf eine Weise, die positive Transformation bewirkt. Heilung segnet dich und befreit dich aus deiner Angst, deiner Schuld und deinem selbst auferlegten Gefängnis. Also, du wirst es auch spüren und das ist auch der Grund, weshalb du jetzt hier zu diesem sehr, sehr speziellen Video geführt wurdest, dass jetzt so, nachdem die Winterzeit nun geendet ist und wir jetzt dem Frühling mit sehr großen Schritten entgegengehen,
dass du auch merkst, vielleicht ging es dir die letzten Jahre oder Monate richtig schlecht und du warst auch nicht bereit und offen für eine neue Beziehung. Aber jetzt bist du offen, dich neu zu verlieben. Du schaust voller Freude der Offenheit entgegen. Du möchtest, wie gesagt, einen Partner auf Augenhöhe, den du dir nicht mit jemand anderem teilst. Vielleicht war das auch eine Thematik, die du immer wieder in deinen letzten Verbindungen hattest und du heilst jetzt gerade davon, ja. Und zum Thema Loslassen kann ich dir hier eben nur sagen, vielleicht kannst du ja jetzt auch noch mal den Neumond, die Energie nutzen und auch diesen sehr, sehr besonderen Tag heute, den 23.03.23, um eben noch mal alte Dinge auf den Zettel zu schreiben und diese durch die Transformation des Feuers eben in den Äther aufsteigen zu lassen. Ja, vielleicht hilft dir das in irgendeiner Art und Weise noch weiter. Okay, dann haben wir gefragt, wie stehst du denn in Sachen Liebe so ganz generell gegenüber? Also wie denkst du darüber? Wie offen bist du da eben dafür? Und hier viel auf andere eingehen. Und das ist eine Glückskarte. Denn diese Karte zeugt von Liebe und Aufmerksamkeit, die freudig gewährt werden. Sie kann bedeuten, dass du auf einen anderen Menschen eingehst oder dass ein anderer Mensch auf dich eingeht. Die Energie in dieser Karte zum Ausdruck zu bringen, erlaubt dir, einen anderen Menschen zu beschenken oder dass du dich von jemandem anderen beschenken lässt. Genieße die nächsten Tage, indem du von ganzem Herzen gibst, aber auch empfängst. Liebe und Achtsamkeit reichen für alle. Unabhängig davon, ob ein anderer Mensch dein innerstes Herz erkennt oder darauf eingeht oder ob du auf ihn eingehst, öffnet ihr euch beide für Gefühle der Liebe, der Zärtlichkeit und der Zuwendung. Auf andere eingehen ist ein großzügiger und zärtlicher Akt voller Herzenswärme und du bist im Begriff, ihn durch Geben und Empfangen zu erfahren. Also du bist auf jeden Fall der Liebe gegenüber immer noch sehr offen und es freut mich auch, dies hier eben so zu sehen, dass du eben dich nicht abgekapselt hast, auch wenn es dir vielleicht in den letzten Tagen oder Wochen so vorkam, dass du dir in manchen Momenten gedacht hast, ey, es geht bei mir einfach gar nichts mehr, ja, ich lerne niemand Neuen kennen, es kommt niemand Neues in mein Leben und wenn jemand Neues in mein Leben kommt, dann vergraule ich den Mensch und ich weiß nicht mal warum, ja. Und hier werde ich auch später noch mal ein paar, weil wir haben ja auch hier einige Problemkarten bei dir liegen und daran könnte es eben auch liegen, dass deine energetische Ausstrahlung dem Gegenüber, falls du einen hast, gegenüber eben den Mensch auch dazu veranlässt oder veranlasst, eben auch sich von dir wegzubewegen. Also die Karte sagt mir hier aber oder dir, dass du eben auch offen bist, auf andere zuzugehen und schau einfach mal bei dir, dass in Sachen Liebe das Geben und das Nehmen im Gleichgewicht ist. Also falls du jetzt hier auf jemanden schaust und du bist immer diejenige, die diesem Mensch irgendwie Nachrichten schreibt oder fragt, ob man sich treffen möchte oder nicht, ja, und du merkst einfach, dass von dem Gegenüber nichts zurückkommt, dann nimm du dich auch zurück, weil das ist auch, hat etwas mit Selbstwert und mit Selbstliebe zu tun, dass du eben diese Balance hältst, ja, also wenn jemand wenig Investment in dich reingibt, dann gibst du auch wenig Investment rein und wenn jemand offen und sehr viel Investment in dich fördert, dann tust du dies eben auch, ja, also passt dich deinem Gegenüber hier an und dem Geben und dem Nehmen. Ja, dann kommen wir zum sechsten Punkt und das ist hier eben die Kommunikation in Sachen Liebe und Beziehung. Ja, also was ist da gerade bei dir los? Kommunikation ist bei dir gerade ein Problem. Und vielleicht ist dieses Problem auch schon eine längere Zeit ein Problem von dir, weil es zeigt mir zumindest mal diese Karte, dass es auch was mit schlechten Erfahrungen aus deiner Vergangenheit zu tun hat. Und diese Vergangenheit kann eben in deiner frühen Pubertätsphase herrühren.
Und du hast seitdem eben auch eine Thematik, dass du vielleicht wenig gut deine Wünsche, deine Bedürfnisse jemanden kommunizieren kannst, ja? Vielleicht denkst du oft, ach, das müsste der doch jetzt wissen, dass ich das so und so sehe. Aber so ist es halt eben nicht, ja? Bis wir einen Mensch wirklich gut kennen, es kommt natürlich ganz auf die Situation an, da vergehen manchmal Jahre, ja? Also ich bin so der festen Überzeugung, dass man einen Mensch wirklich erst so nach 2 bis 3 Jahren gut kennt, ja? Und manchmal sogar noch mehr. Und auch wenn du ein Mensch bist, der sehr gut reden kann oder zumindest mal diese Einstellung von dir hast, fällt es dir aber scheinbar dennoch schwer, in Sachen Liebe deinem Gegenüber zu kommunizieren, was du wirklich möchtest. Also deine Bedürfnisse offen zu legen oder auch zu sagen, ey, das gefällt mir jetzt gerade, dass du mir zum Beispiel Blumen geschenkt hast oder das macht mich jetzt gerade traurig, dass du dich jetzt hier schon seit 4 Tagen nicht mehr bei mir meldest. Ja, also da liegt hier eine deiner Thematiken, sag ich mal. Ja, weil wenn du diese Karte ziehst, dann mache dir bewusst, worin das Problem besteht und dann leugne die Macht, die es über dich hat. Also setze dein Vertrauen in das Problem und löse es auf, sodass es kein Problem gibt, sondern nur etwas, das du lernen und mit dem du umgehen kannst. Wenn du als Mittel zum Frieden siehst, wird es sich als Mittel zum Frieden entwickeln. Bedenke aber auch, dass alle Menschen Probleme haben. Und wenn deine Thematik jetzt eben das Problem mit der Kommunikation ist, dann kannst du dir ja diesbezüglich mal Bücher durchlesen oder vielleicht auch YouTube-Videos dir anschauen, wie du eben es schaffen kannst, noch mehr deine Gefühle und Emotionen auf der Zunge zu tragen, ja. Und so ein Tipp von mir noch für dich jetzt hier in dieser Thematik ist eben, dass du einfach nie davon ausgehen darfst, dass dein Gegenüber das doch wissen sollte über dich, sondern geh immer davon aus, du kennst diesen Mensch nicht zu 100%. Und sehe, manchmal hilft auch mir das, wenn ich gegenüber nicht einschätzen kann, dass ich ihn einfach als ein kleines Kind betrachte und dann auch so entsprechend mit dem in die Kommunikation gehe. Das heißt aber natürlich nicht, dass du jetzt von oben herab mit jemandem redest und so einen auf Erklärbär machst oder so, sondern eben einfach, dass du die Gefühle und Emotionen eben mit in die Kommunikation einfließen lässt, ja? Okay, sehr, sehr interessant. Dann bei Punkt Nummer 7 ging es hier um Verbindungen. Und ich wollte hier so ganz generell wissen, wie stehst du zu Verbindungen in Sachen Beziehungen und in Liebe? Und es wird mit Sicherheit sehr, sehr viele von euch hier sich wiederfinden können, nämlich in dem Festhalten. Und es ist auch ein sehr, sehr schönes Bildnis hier, dass die Frau hier noch versucht, den Mann sozusagen festzuhalten, bevor er die Tür rausgeht, ja. Und diese Karte möchte dir eben auch sagen, dass du hältst an einem anderen Menschen oder an einer Sache auf eine Weise fest, die dein Leben einengt. Und du benutzt sie, um dich zurückzuhalten. Das ist keine Liebe, sondern das, was ich euch immer sage, die reine Bedürftigkeit. Wenn du eine nicht bedürftige Liebe führst, dann bist du immer bereit, diesen Menschen jederzeit auch loszulassen, weil jeder Mensch ist frei in seiner Seele und in seinem Sein. Und wenn du dich dabei erwischst, und das vielleicht so eine deiner Thematiken ist aus deinem vorherigen Leben oder vielleicht auch aus karmischen Prozessen oder eben auch aus deinem jetzigen Leben generierten Prozessen, dass du eben dazu neigst, an anderen Menschen zu klammern oder diese festzuhalten, dann zeigt dir diese Thematik aber auch auf, dass du dadurch eben deine Beziehungen zerstörst und du hältst dadurch andere Männer oder Frauen von dir weg, weil jeder Mensch spürt es, wenn ein Mensch eine bedürftige Liebe lebt. Also wenn du jemanden brauchst, um glücklich zu sein, wenn du
jemanden benötigst, damit du dich nicht alleine fühlst, ja? Das ist hier so deine Thematik. Und wie ich das eben auch eben schon gesagt habe, du hältst hier noch an einem bestimmten Menschen, das ist der Mensch, der dir jetzt einfällt, oder an einer bestimmten Sache, das ist die Sache, an die du jetzt denkst, hältst du hier noch fest. Und auch das kannst du jetzt super loslassen in dieser Woche des Neumondes und an diesem so spektakulären Tag wie heute, dem 23.03.2023, wo Pluto in den Wassermann läuft und dort 3 Monate sein wird und dann wieder Pluto in den Steinbock geht. Das wird eine super spannende Phase in unserem Leben, die wirklich einen kompletten Neuanfang für so viele von uns bringen wird. Nutze diese Wassermann-Energien, des Freiseins, des Offenseins, der Freude und auch des Aufeinanderzugehens, ne? Weil auch das sagt sozusagen der Wassermann. Okay, also du hast halt einfach mit dem Festhalten hier, das ist zwar eine Problemkarte, hast du aber hier die Möglichkeit, eben diese Thematik, die dich schon so lange beschäftigt, zu klären und eben dadurch dann eine wesentlich gesündere und glücklichere Beziehung zu genießen in Zukunft, ja? Wenn du das eben selbst erkennst, dass du eben hier vielleicht noch in Sachen Verbindungen eine gewisse Bedürftigkeit an den Tag legst und diese Bedürftigkeit kriegst du los, indem du eben mehr Selbstliebe in dich investierst. Und dann hast du es nämlich auch nicht mehr nötig, eine bedürftige Liebe zu leben, sondern du bist dir halt immer selbst genug. Und das ist so das Allergeilste überhaupt. Jetzt kommen wir noch zum letzten Punkt, und das ist der Punkt Nummer 8. Und hier ging es, wie gesagt, um die Selbsthingabe. Und wir haben hier einmal die Untreue und wir haben den Herzensbruch. Auch das ist sehr, sehr interessant. Also in dieser Thematik hast du hier wirklich eine ziemlich große Thematik, sage ich jetzt mal. Ich möchte nicht ganz gerne das Wort Problem nutzen. Und es ist möglich, dass du in deiner Vergangenheit, was ich auch hier oben schon gesehen habe, dass du halt schon mal wirklich stark hintergangen wurdest. Also, dass dich ein Mensch extrem belogen hat oder dich nicht nur belogen hat, dir ins Gesicht gelogen hat, sondern dich vielleicht auch noch betrogen hat. Vielleicht hast du die allerschlimmste Erfahrung hinter dir, dass du jemand in flagranti vielleicht auch mit jemandem erwischt hast, ja? Ein Mensch, den du über alles geliebt hast. Oder eben jemand hat dir die Untreue gestanden oder dir eben auch oder du hast es halt einfach gefühlt und das zieht sich vielleicht wie ein roter Faden durch dein bisheriges Beziehungsleben, ja? Und diese Thematik der Untreue möchte dir ja auch unbedingt etwas sagen. Und es ist auch interessant, dass hier 2 Problemkarten rausgefallen sind, nämlich die Untreue und der Herzensbruch. Und der Herzensbruch, der rührt immer daher, dass wir das Verhalten von einem Menschen oder von einer Situation zurückweisen, die wir halt einfach nicht akzeptieren wollen, ja. Du willst halt die Tatsache verbergen, dass dir irgendjemand, dass dich irgendjemand nicht wollte, dass dich jemand abgelehnt hat, dass dich jemand zurückgewiesen hat, ja. Aber diese Karte möchte dich auch auf dein falsches Muster aufmerksam machen, nämlich dass du jetzt nämlich auch der richtige Zeitpunkt für dich da ist, dieses Muster eben auch für dich zu klären, ja, indem du einfach nochmal in diesen Moment des Herzensbruchs reingehst. Fühl dich nochmal in diese Situation mit deinem Ex oder mit deiner Ex-Freundin nochmal rein, die dir so einen starken Herzensbruch verursacht hat, vielleicht eben auch durch Untreue, ja? Und dadurch, dass du das fühlst und dass du auch bewusst dich darauf einlässt, das nochmal zu durchleben, dadurch kannst du den Schmerz einfach loslassen. Das ist dann wie ein, du kannst dir das vorstellen, wie so eine Entladung, ja? Also, dass du halt einfach ein Ventil findest, wo das dann rausgeht. Und das ist eben durch die bewusste Annahme.
Und mach dir auch klar, dass nur weil das in deiner Vergangenheit bisher immer vielleicht der Fall war, dass du belogen und betrogen wurdest, ja, dass du es dennoch wert bist, hier einen Mensch in dein Leben zu ziehen, der genauso denkt und ist wie du. Weil es gibt doch auch dich als wundervolles, so liebevolles, wunderschönes, intelligentes, charismatisches Wesen. Und warum soll es denn nicht ein Gegenüber geben, der dir hier auf Augenhöhe begegnet, der ebenso wie du hier nicht irgendwelche Dreieckskonstellationen präferiert, sondern der eine Partnerin sich wünscht, mit dem er eben auch verschmilzen kann und mit dem er sich eben auch etwas aufbauen kann, ja? Und du wirst hier definitiv einen neuen Mensch in dein Leben gesandt bekommen in den nächsten 7 Tagen, wenn du zu dieser Legung gefunden hast, ja, der eventuell auch die gleichen Probleme hat wie du, also dem, der auch diese Erfahrung kennt, dass man hintergangen wurde, dass man belogen wurde, dass man hier vielleicht auch, dass hier auch jemand untreu jemand gegenüber war, ja, und also öffne dich unbedingt auch wieder für die Liebe und schau dir aber auch hier auf jeden Fall nochmal deine Schattenthemen an, die du hier eben hast in Sachen Kommunikation. Also wie offen kommunizierst du denn eigentlich deine Offenheit im Gespräch, ja, oder eben auch in Form von Text oder wie auch immer. Deswegen, ich sage auch immer, trefft euch bitte lieber face to face. Das ist 1000-mal mehr wert als dieses ständige Hin- und Herschreiben, wo man sich auch andauernd missverstehen kann. Wenn das eh nicht so dein Steckenpferd ist, Kommunikation, dann gilt es für dich noch umso mehr, ja? Und hier bei Verbindungen, lass diesen alten Partner, wen auch immer du hier noch daran halten möchtest, aus der Tür zu gehen, lass den jetzt endlich los. Der Neumond hilft dir dabei, ja? Und was deine Selbsthingabe angeht, sei dir selbst treu, sei selbst authentisch, ja. Zeig dich so, wie du bist. Und sobald du das tust, ziehst du auch nur authentische Menschen an, die auch sich selbst gegenüber treu sind, ja. Es hat auch immer einen Grund, warum man untreue Partner in sein Leben zieht, auch wenn das sich jetzt wirklich hart anhört. Aber so ist es halt nun mal, ja. Und dann wirst du sehen, dass diese Zeit des Herzschmerzes hier für dich schon ganz, ganz bald vorüber ist. Ich hoffe, ich konnte euch mit diesem Video weiterhelfen. Wenn dies der Fall ist und es dir genauso gut gefallen hat wie mir, dann gib mir doch unbedingt einen Daumen hoch. Und falls du es noch nicht getan hast, kannst du hier in der Mitte auch meinem Video ein Abo dalassen, sodass du auch zukünftig über weitere Videos, die ich hochlade, informiert wirst. Weil jetzt geht's auch los, ab morgen wieder mit den Monatslegungen für den April, für alle Sternzeichen. Also schaut euch nochmal die vom März an und ich freue mich, euch ganz in großer Menge sozusagen begrüßen zu dürfen. Alles, alles Liebe, ich küsse dein Herz, bis ganz bald. Namaste.